Ich spazierte sie genau, begehrte, verführte und umwarb diese Frau. Der Duft war der von Geld, sie versprach ihm die Welt. Er war der Erwählte, der diese Chance erhält. Sie war jung und hübsch zugleich, ihr Vater auf jeden Fall reich. Seine Freunde wurden von Neid kreidebleich. Wie hat er es verdient, dass ihn das Leben so verwöhnt? Arbeit war ihm ein Fremdwort, für seine Sprüche war er berühmt. Jedermanns Tage sind gezählt, und nicht nur in Salzburg, sondern überall auf der Welt. Scheint manches einzelne Stück lukrativ, in Wahrheit gibt's dieses tausendmal, ja, man ist geblendet naiv. Er trennt sich von Ehe und Haus. Genug Zeit vertan als niemand, als graue Maus. Doch der Haken fing dort an, wo die Hoffnung begann. Und langsam begriff er, dass sein Traumbild zerrann. Doch jedermanns Tage sind gezählt, und nicht nur in Salzburg, sondern überall auf der Welt. Scheint so manches einzelne Stück lukrativ, in Wahrheit gibt's dieses tausendmal, ja, man ist geblendet naiv. Ihr Name war nicht Michelle, sondern Irma. Ihr Vater hatte auch keine Firma. Sie dachte sich, ein reifer Mann hat mehr Kiesel. Zuerst zock ich ihn ab, dann spiele ich Wiesel. Nach seinem Gerede war er fast ein Prinz, doch hat er nicht mal das Geld für die Bahnfahrt Wien-Linz. Der Ex-Frau gehörte das Haus und der Wagen. Jetzt hat er nichts mehr, muss sich selber ertragen. Jedermanns Tage sind gezählt, und nicht nur in Salzburg, sondern überall auf der Welt. Scheint so manches einzelne Stück lukrativ, in Wahrheit gibt's dieses tausendmal, ja, man ist geblendet naiv. Ein Märchen beginnt mit "Es war einmal", doch lebt manches hoch, manches tief. Doch die Wirklichkeit schlägt dieses tausendmal, der Mensch ist oft sehr kreativ.